Hallo liebe SVE-Fans und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe TV11 Nachschuss. Für unsere Elf stand heute das erste Testspiel gegen den FV Diefeln an. Unsere Elf gewann souverän mit 5:0. Die Stimmen zum Spiel hat Till Hust für euch eingefangen. Ja, Herr Seitz, herzlich willkommen zurück zur neuen Saison. Der erste Test von 18-19 wurde erfolgreich bestritten heute gegen den Oberligisten Diefeln. Am Ende ein souveränes 5:0. War es für Sie auch so souverän, wie ich es gesehen habe? Ja, war in Ordnung. Ne? War sehr zufrieden für den ersten Auftritt. Man darf nicht vergessen, viele neue Spieler, oft trainiert in den letzten Tagen. Gut, das machen die anderen Mannschaften auch und wir haben es trotzdem gut präsentiert heute. Es war ein sehr robustes Spiel. War das so zu erwarten gegen Diefeln? Ja, das lag auch ein bisschen an den Ausmaßen des Platzes. Ne? Der Platz war sehr, sehr klein, sehr holprig. Also von daher, glaube ich, ist es immer dann ein bisschen hektischer, wenn die Räume enger sind und die Wege nicht so weit sind. Aber es war trotzdem Feuer drin und das ist doch gut so. Was uns immer interessiert, sind natürlich die Neuzugänge. Die konnten wir heute beobachten. Da habe ich gute Ansätze gesehen. Was konnten Sie als Trainer feststellen? Ja, gut, wir sind jetzt in der Anfangsphase. Ne? Zum einen sind wir noch nicht komplett, dann haben wir wieder Rückschläge bekommen, weil der eine oder andere angeschlagen war. Aber im Großen und Ganzen war ich mit allen sehr zufrieden. Alle haben sich sehr engagiert präsentiert. Das ist auch immer wichtig in der Anfangsphase. Und wie gesagt, der eine oder andere schon schöne Tore geschossen, von daher war es schon ganz gut. Sie haben ja gesagt, dass auf der einen oder anderen Position noch nachgelegt werden soll. Was wird da in den nächsten Tagen eventuell noch dazukommen an Spielern? Ja, wir sind dran. Ja, es ist noch nicht offiziell, aber wir sind dran, dass wir noch am Wochenende zwei Spieler verpflichten. Und ich hoffe, dass wir so schnell wie möglich das rausgeben können, damit die Fans auch wissen, wer uns in Zukunft noch weiterhilft. Dann vielleicht auch mit weiteren Toren versorgt in der Spitze? Vielleicht. Am Sonntag wartet dann ein anderes Kaliber, Sonnenhof Groß Asbach. Was erwartet die Mannschaft da für ein Spiel? Ja, ich denke, das wird ein geordnetes Spiel werden, weil sagen wir, Drittligisten gut aus der Ordnung spielen und ja, wird für uns ein super Test werden. Auch wenn es in der Anfangsphase ist der Vorbereitung, ist es schon ein Spiel mit Niveau und ich freue mich drauf und wir sehen, wie weit das wir sind. Vielen Dank. Alles klar. Bei mir jetzt Mike Egelseder. An dich geht der erste Treffer in der Vorbereitung. Kannst du das Tor vielleicht noch mal kurz aus deiner Sicht beschreiben? Ja, wir hatten eine Standard, die wurde erst geklärt. Dann hat Lukas den Ball wieder reingebracht. Marco köpft aufs Tor. Ich sehe, dass der Ball gegen die Latte geht und spekuliere und schiebe ihn dann über die Linie. Bis jetzt hast du ja die Mannschaft so im Training erlebt. Heute waren das sozusagen echte Bedingungen. Was hattest du da für Eindrücke? Ja, ich finde, man hat heute schon in dem Test gesehen, dass wir echt starke Kicker dabei haben und dass wir echt eine gute Truppe haben. Und das, was man im Training gesehen hat, fand ich, konnte man heute auch im echten Spiel sehen. Du hast schon viele Stationen erlebt, haben wir ja auch die Tage im Portal drüber gesprochen. Wie wichtig sind solche Vorbereitungsspiele und allgemein die Vorbereitungsphase für dich oder auch für die Mannschaft? Ja, klar, es ist wichtig. Wir haben uns neu gefunden jetzt im Sommer, einige Neuzugänge. Und da ist auch gerade so ein Test gegen guten Oberligisten natürlich auch sehr wichtig. Und ich glaube, wir haben eine ganz gute Mischung drin, jetzt am Sonntag gegen Groß Asbach, dann wieder ein Oberligisten, glaube ich. Und ja, ist, glaube ich, eine ganz gute Mischung. Es gibt ja einige Spieler, die mögen die Vorbereitungsphase gar nicht, weil es halt auch körperlich relativ anstrengend ist. Wie ist das bei dir persönlich? Machst du es gerne oder ist das eher so, ich muss es machen? Ach, ich weiß nicht. Ich glaube, kein Fußballer mag die Vorbereitung gerne. Aber es gehört dazu, um eine gute Saison zu spielen. Und deswegen muss das sein. Also ist egal, ob man das mag oder nicht. Es muss sein. Am Sonntag hast du schon angesprochen, geht es gegen Sonnenhof Groß Asbach, eine Mannschaft, die man jetzt auch letzte Saison positiv verfolgen konnte. Was erwartest du da für ein Spiel und was für ein Gegner? Ja, die haben ja auch viele Neuzugänge dazu bekommen und ja, ich denke, das ist ein attraktiver Test. Die müssen auch gucken, wo sie jetzt erstmal stehen. Werden auch bestimmt viel ausprobieren, werden wir auch tun. Und ich glaube, wir haben einen ganz guten Test mit Groß Asbach. Du bist einer der Neuzugänge. Was hast du für ein Gefühl, wie die Integration der Neuzugänge bisher läuft? Jetzt heute auch im Spiel? Ich muss sagen, nicht nur im Spiel, finde ich, klappt das gut, auch neben dem Platz. Also ich bin in die Kabine gekommen, ich habe das jetzt auch schon öfters erlebt, dass ich in eine neue Mannschaft kam. Ich muss sagen, man wurde direkt gut aufgenommen. In der Kabine wurden direkt Scherze gemacht und das ist immer wichtig, finde ich. Vielen Dank. Gerne.